Mittwoch, 29. Februar. ThyssenKrupp-Vorstand Dr. Heinrich Hiesinger und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft präsentieren in Düsseldorf in der Landespressekonferenz den Ideenpark 2012. Was wollen wir mit dem Ideenpark erreichen? Es geht darum, einfach die wichtige Ressource, die wir in Deutschland haben, aufzuzeigen und möglicherweise auch nochmal zu beleben. Es geht darum, nämlich das, was wir in unserem Kopf haben, in unserem Gehirn haben, nämlich die Ideen und die Kreativität, ohne die die Gestaltung der Zukunft schlichtweg nicht möglich ist. Technische Kreativität entfalten durch Ausprobieren und Selbstentdecken. Das ist das Konzept des Ideenparks, der vom 11. bis zum 23. August nach Essen kommt. Rund 40 Journalisten nahmen an der Pressekonferenz teil. Auf einer Fläche von über 60.000 Quadratmetern verwandelt der Ideenpark das gesamte Messegelände in eine einzigartige Technikerlebniswelt. Familien sollen begeistert werden, insbesondere der Nachwuchs. Ich bin sicher, dass der Ideenpark in den jungen Köpfen nicht nur einige Ideen einpflanzen wird, sondern dass es den einen und die andere vielleicht auch dazu bewegen kann, anders als vielleicht ursprünglich gedacht, sich doch für den Bereich Technologie, Wissenschaft, Wirtschaft stärker zu interessieren. Und das brauchen wir ganz dringend. Wir alle wissen, wir laufen auf einen großen Fachkräftemangel zu. Sie kennen die Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen gerade für dieses Feld, glaube ich, das Interesse wecken. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass Unternehmen, Partner, viele Partner, wie Sie gesagt haben, sich engagieren, um das hier in Nordrhein-Westfalen voranzubringen. Wir wollen einfach die Themen, die uns alle beschäftigen, dort mit Ideen und Leben hinterlegen. Themen zum Beispiel, wie gestalten wir die Ressourceneffizienz und wie stellen wir Umweltschutz in Zukunft sicher? Oder ganz aktuell, wie stellen wir sicher, dass die Energiewende gelingt? Oder wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Oder man kann generell sagen, wie kann es uns gelingen, dass wir die Versorgung von einigen Milliarden Menschen weltweit sicherstellen? Mehrere hunderttausend Besucher erwartet der ThyssenKrupp-Konzern, der den Ideenpark mit Unterstützung des Landes NRW und mehr als 120 Partnern aus Forschung, Bildung und Wirtschaft veranstaltet. Für uns in Nordrhein-Westfalen ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Zum einen, weil es auch ein Bekenntnis zum Standort ist, zum Heimatstandort von ThyssenKrupp. Da mache ich keinen Hehl draus. Auch darüber freuen wir uns natürlich. Für uns ist wichtig als ThyssenKrupp, dass wir eben nicht sozusagen in 3, 4, 5 Jahren feststellen, es sind nicht genügend Ingenieure da und dann vorwurfsvoll auf andere schauen. Das ist heute schon erkennbar. Und für mich gilt immer, jammern alleine hilft nicht. Man muss auch selber was tun. Und wir als ThyssenKrupp, unser Beitrag ist eben dann der Ideenpark. Und ich denke, das ist eine fantastische Geschichte. Also mich begeistert, dass die alle mitmachen, ohne Werbung zu machen. Das heißt, es zeigt, wie hoch das Eigeninteresse eigentlich ist. Und dass alle sehen, es ist eine gemeinsame Aufgabe, junge Menschen für dieses Feld zu begeistern. Und man muss das so machen, dass man die jungen Menschen da abholt, wo sie sind. Ich bin ja selber Mutter, da kann man nicht mit den klassischen Veranstaltungsformaten kommen, sondern heute muss man das anders aufbauen und das gelingt mit dem Ideenpark, wie ich finde, hervorragend.